verhüllt wie einst der Reichstag durch Christo. Hier ist es aber nicht die Kunst, die das Erscheinungsbild des Belvederes vorübergehend ändert, sondern dringender Sanierungsbedarf. Ende vergangenen Jahres begannen die Arbeiten mit der Einrüstung des Gebäudes und dem Abtragen des Putzes von den Wänden. Hier zeigt sich nun, was wirklich in dem nach Vorbild eines griechischen Tempels erbauten Neubrandenburger Wahrzeichen steckt. Nicht antiker Marmor, sondern Backstein hält das Denkmal zusammen. Noch zumindest, denn die Wände sind durch Feuchtigkeit bedroht, begünstigt durch einen zu hohen Gipsanteil im verwendeten Putz. Durch die Nutzung und durch die Verunstaltung durch Graffiti und so weiter sind immer mehr Anstriche raufgekommen. Und die Kapillarität war quasi, es war wie eine umschlossene Hülle, dass das Wasser also langsam in den Mauerwerk anstieg und uns das auseinanderdrückte. Wenn man in den Übergangszeiten hier in diesem Gebäude war, dann ist das Wasser an den Wänden runtergelaufen, allein durch die Konvektion und hin und her. Und das hinterließ natürlich Spuren, dass uns das förmlich auseinanderflog. Und das Zink auf dem Dach, der war schon so bröselig jetzt zum Schluss, dass wir auch sogar noch Wasser von oben bekommen haben. Ja, wurde höchste Zeit hier, also hier was zu tun. Ja. Ein neuer Putz aus Muschelkalk soll verhindern, dass sich die Feuchtigkeit im Mauerwerk festsetzt. Die neue Beschichtung wird es zudem ermöglichen, Verunstaltungen durch Graffitis mit dem Dampfreiniger zu entfernen. Neben dem eigentlichen Gebäude wird darüber hinaus auch die Außenanlage eine Ertüchtigung erfahren. Die Sanierung des Bauwerkes ist in drei Abschnitte geteilt, also sprich Bauwerk und Gelände Belvedere. Also es ist beides ein Denkmal, also Gebäudedenkmal und Gartendenkmal sozusagen, die Freianlagen. Und wir befinden uns jetzt hier praktisch mitten im ersten Bauabschnitt. Und der zweite wird auch das Gebäude betreffen. Und der dritte Bauabschnitt, das wäre dann die Sanierung der Freianlagen. Die Untergliederung, das hat was mit den haushalterischen Mitteln der Stadt Neubrandenburg zu tun. Also, ne, weil das ist auch ein relativ kostspieliges Vorhaben, sodass man natürlich auch schauen muss, wie man das Ganze dann auch budgetiert und bezahlen kann. Circa 2,3 Millionen Euro investiert die Stadt Neubrandenburg aus Eigenmitteln in den Erhalt des ikonischen Gebäudes. Dabei gilt es im Sinne des Denkmalschutzes, Fehler der Vergangenheit zu beheben und historische, über die Jahrzehnte verloren gegangene bauliche Elemente zurückzuholen. Daraus ergibt sich die Frage, welche Bauepoche hier als Vorbild dienen soll, denn das 1822 von Friedrich Wilhelm Buddel für die Großherzogin Marie von Mecklenburg-Strelitz erbaute Belvedere bot einst ein ganz anderes Erscheinungsbild. Entworfen als Tee- und Sommerhaus waren die Wände durch Fenster und Türen geschlossen. Noch heute sind die gemauerten Fenstersimse aus der Entstehungsepoche erhalten. Zum offenen Gebäude wurde es erst durch den Architekten Heinrich Tessenow, der das Belvedere 1934 zu einem Denkmal für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs umbaute. Letzte Elemente dieser Nutzung verschwanden spätestens 1975 im Zuge einer größeren Instandsetzungsmaßnahme. 1975 war das Gebäude sehr sanierungsbedürftig. Und sollte eigentlich nach der damaligen Ausführungsplanung wieder als geschlossener Pavillon agieren, zumindest an den beiden Längsseiten und seeseitig. Es sollte wieder als geschlossener Pavillon dann genutzt werden mit noch größeren unterirdischen Umbauten. Die Pläne dafür existieren, wie gesagt, aber es wurde dann nicht gemacht, wahrscheinlich aus Geldgründen oder wie auch immer. Das zukünftige Erscheinungsbild des Belvederes soll sich wieder mehr an den Entwürfen Friedrich Wilhelm Buddels orientieren. Zwar bleibt das Gebäude offen, aber es werden damals eingearbeitete Nuten zurückkehren, die gemauerte Marmorblöcke imitierten. Die Dachtraufen werden etwas ausladender und auch der historische Anstrich erfährt eine Wiedergeburt. So wird das Belvedere nach der Sanierung nicht mehr in Weiß erstrahlen, sondern einen Ockerfarbton annehmen. Noch in diesem Jahr sollen die Maßnahmen am Gebäude beendet sein. 2025 widmet sich die Sanierung dann den Außenanlagen.